Wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Heute ist der 18.01., somit ist heute mein Geburtstag. Ich werde einfach 24. 24! Es kommt mir vor, als wäre mein 18. Geburtstag vor 2-3 Jahren gewesen. Nee, aber es ist schon, also nicht Ewigkeiten, aber es ist schon 6 Jahre her und das ist so verrückt. Ich habe heute Morgen schon ein bisschen den Morgen genutzt, um ein bisschen zu reflektieren, wie mein Jahr war, was ich mir für mein 24. Lebensjahr vornehme. Ich habe 2024 gesagt, ich manifestiere mehr, einfach weil ich das Gefühl habe, dass es doch was bringt, wenn man eine andere Mindset an den Tag legt. Wenn man sagt, das und das wird passieren, wird es mehr passieren, als wenn man sagt, ich möchte gerne das und das haben oder das ist mein Wunsch. Und deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich das jetzt öfter mache und ich habe auch überlegt, ob ich wieder anfange, so ein bisschen Tagebuch zu schreiben oder mir einfach aufzuschreiben, wie mein Leben gerade läuft, was gerade so abgeht, welche Gefühle ich gerade habe, weil ich habe das Gefühl, das habe ich 2020 schon gemacht, dass mir das dieses Jahr auch wieder sehr gut tun wird. Meine Freundin kommt jetzt gleich vorbei. Wir wollten eigentlich heute Abend essen gehen. Ich hatte mich mit ihr verabredet und dann hatte Philipp gesagt, dass er eigentlich was als Überraschung für mich geplant hatte. Dann musste ich das wieder absagen und dann hat sie gesagt, sie kommt heute Morgen vorbei und bringt mir mein Geburtstagsgeschenk vorbei. Und wir quatschen so ein bisschen, trinken Kakao. Dann bin ich mit meiner Mama und ihrem Freund zum Frühstücken verabredet, nehme die Kleine natürlich mit in meinem Lieblingscafé. Da ist es so lecker, die haben so leckere Dinge und ich freue mich so sehr, das gleich zu essen. Dann wollte ich eigentlich mit meiner Mama noch in die Stadt fahren. Ich wollte nach einer neuen Kamera gucken. Ich wollte mir eigentlich die Canon G7X Mark III kaufen. Das ist das neueste Modell von der Kamera, die ich benutze, weil der Ton von meiner Kamera so schlecht ist und meine Kamera langsam den Geist aufgibt. Ich habe die jetzt, glaube ich, 5 Jahre und ich benutze sie ja jeden Tag. Aber die ist seit Wochen ausverkauft und die kommt auch einfach nicht mehr in die Geschäfte. Das dauert, glaube ich, noch 3, 4, 5 Monate. Ich weiß nicht, ob die das noch so lange durchhält. Deswegen wollte ich mich nach einer Alternative umsehen und vielleicht eine neue kaufen mit einem Mikrofon, damit ihr endlich einen besseren Ton habt und ich hier endlich mal professionellen Content abliefere. Und heute Abend gehen, wie gesagt, Philipp und ich und die Kleine dann essen. Ich weiß noch nicht wo, er hat nur gesagt, dass wir Steak essen gehen, beziehungsweise in ein Steakhouse gehen. Ich bin gespannt, ich freue mich sehr und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video und ich warte jetzt erstmal auf Julia. Oh ja. Oh, was ist denn für ihr Streit? Ui. Danke. Jetzt 2:30 und wir waren recht lange frühstücken. Es war auch super schön, wir haben ein bisschen gequatscht und lecker gegessen. Und meine Mama hatte noch so eine kleine Überraschung, so ein Muffin und einen Orangensaft. Es war sehr süß. Auf jeden Fall kommt mein Geburtstagsgeschenk, also die Kaffeemaschine, erst nächste Woche. Aber das ist nicht schlimm. Dafür warte ich jetzt auf Philipp, denn wir kümmern uns jetzt um die Ecke hier. Das wollten wir eigentlich die Woche, also Anfang der Woche schon machen, aber das hat ja nicht ins Auto gepasst, falls ihr euch erinnert. Und jetzt haben wir keinen Spiegel zum Abholen, sondern nur das Teil und ich wollte eigentlich nochmal nach dem Flur gucken, weil wir bräuchten da irgendwie auch sowas wie eine Garderobe oder irgendwie so ein Regal, wo wir noch die ganzen Mützen und Jacken reintun, weil momentan ist das alles in unserem Kleiderschrank und das passt halt hinten und vorne nicht. Wir holen dann auch noch Regale, weil hier in die Ecke, ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt hatte, kommen so Regale. Eigentlich wollte ich weiße. Es hätte nur funktioniert, wenn wir die Küche im Küchenstudio planen lassen hätten, beziehungsweise wenn wir den Hersteller von den Küchensachen ausfindig gemacht hätten, um den gleichen Weißton zu bekommen. Es ist aber unfassbar schwer, weswegen wir uns für schwarze Bretter von Ikea entschieden haben. Kennt ihr diese ganz normalen Böden, also die es auch in Weiß gibt, die auch überall bei uns damals in der alten Wohnung hingen, beim Fernseher und so, die gibt es auch in Schwarz und die machen wir dahin. Also die müssen wir einmal sägen, sonst passt natürlich nicht komplett dahin. Und dann können wir die aufhängen und dann kommt da Deko drauf, da freue ich mich auch schon drauf. Das wollte mein Papa heute machen, also die Bretter schneiden.
Der hat nämlich heute auch Geburtstag, kommt später auch vorbei, isst Kuchen und bringt uns die Bretter dann wieder mit, weil wir bringen die dem jetzt, wenn wir dahin fahren, zu Ikea. Und ich wollte auch nochmal zu Jusk und wollte noch ein bisschen Deko gucken für dann dieses Board, was da drüber kommt. Weil wenn ich Glück habe und Philipp heute einen guten Tag habe, weil ich Geburtstag habe, dann hängt das auch direkt auf, weil er hat sich heute für den ganzen Mittag über freigenommen. Heute Abend gehen wir ja noch essen, deswegen hat er gesagt, macht er das. Wir haben 7:30 Uhr, wir waren vorhin bei Ikea und bei Jusk. Bei Jusk habe ich irgendwie gar nichts gefunden. Die hatten irgendwie nicht so schöne Sachen gerade. Wir haben bei Ikea das Vesta Board gekauft, zeige ich euch gleich. Philipp hat es netterweise direkt an die Wand gebohrt und aufgebaut. Und das werde ich jetzt noch einräumen. Irgendwann die Tage kommt jetzt auch die Kaffeemaschine an und dann wird das alles richtig schön, glaube ich, aussehen. Das Essen gehen haben wir heute abgesagt. Wir werden jetzt einfach was bestellen, weil es am entspanntesten ist. Also, ja, das wäre jetzt richtig der Stress gewesen, sich fertig zu machen, dahin zu heizen. Die Kleine ist auch nicht so gut drauf gerade. Und dann habe ich gerade mit Philipp drüber gequatscht und mir gesagt, wir machen das irgendwann, wenn wir Date Night machen und die Kleine bei Oma oder Opa ist. Und dann machen wir es ganz entspannt. Dann können wir das Essen genießen und können quatschen und dann holen wir das einfach nach. Das ist auch vollkommen okay. Wir versuchen sie jetzt schlafen zu legen und dann ja, einfach noch so ein bisschen den Abend ausklingen zu lassen. Genau. Ist halt eine Planänderung. Ansonsten sind wir eigentlich immer so, dass wir das immer probieren und immer alles mit ihr zusammen machen, weil wir uns geschworen haben, dass wir uns da nicht einschränken werden. Wenn man von vornherein halt merkt, okay, es geht heute wirklich gar nicht, dann lassen wir es auch, weil es bringt ja nichts. Das ist einfach, wie gesagt, Stress für alle und es muss nicht sein. Deswegen schminke ich mich jetzt in Ruhe ab und ja, mal gucken, was ihr dann zu essen bestellt. Ich habe irgendwie voll Bock auf Sushi. Ich weiß nicht, ob Philipp so unfassbar tolle Lust auf Sushi hat, weil ich finde, Sushi ist so ein Essen, da muss man schon Bock drauf haben. Es gibt auch echt Tage, wo ich keinen drauf habe, aber heute hätte ich schon Lust drauf. Ja, die 9 Monate, wo ich es nicht essen konnte, machen sich schon bemerkbar. Ich kann es gefühlt jede Woche essen. Ich habe den Sushi-Laden, also genau diesen, durch Philipp kennengelernt. Da waren wir, ich glaube, da hatten wir unser zweites oder drittes Date und Philipp hat Sushi bestellt. Und ich esse seit diesem Tag einfach immer dasselbe, weil es so lecker schmeckt. Das ist so eine Crispy Box. Und da ist so Lachs, aber frittiert irgendwie in so einer Rolle und es schmeckt einfach so gut. Ich gebe mich gerade eigentlich ab, egal. Jedenfalls, ich glaube, das esse ich und dann noch Frühlingsrollen in der Mama. Wir wollten uns heute Morgen, das habe ich euch voll vergessen zu erzählen, eigentlich auch so einen Kurs buchen in Frankfurt bei Urban Heroes. Weiß nicht, ob euch das was sagt, wenn ihr aus Frankfurt kommt. Das ist so ein Fitnessstudio, da kann man so Kurse buchen. Hit-Kurse oder so Booty-Kurse und da gibt es auch immer unten Shakes und sowas. Und das ist so cool und ich wollte da eigentlich heute Morgen hin, aber es gab nur so einen ganz frühen Kurs, so zwischen 7 und 7.50 Uhr. Und das haben wir einfach nicht geschafft, beziehungsweise ich komme morgens einfach nicht aus dem Bett, wenn ich so oft nachts wach war. Aber das ist auch ein Punkt, an dem ich unbedingt arbeiten möchte, weil ich möchte wieder öfter in so Kurse gehen. Mir tut es auch gut, ich brauche auch diese Me-Time, ich merke es richtig. Ich muss mindestens einmal die Woche auch mal was für mich machen, damit meine mentale Gesundheit nicht darunter leidet. Ja, deswegen ein kleiner Reminder, falls du auch Mama bist. Nimm dir Zeit für dich, das ist wirklich wichtig und das ist auch nicht egoistisch. Wenn du dir irgendwie Zeit freischaufeln kannst und wenn es nur 15 Minuten sind, dann nimm dir diese Zeit für dich. Haushalt kann auch mal warten. Für mich war das eine Zeit lang auch super schwer zu akzeptieren, auch mal ins Bad zu gehen, die kleine Philipp zu geben und zu sagen, du machst das jetzt, weil ich es nicht haben konnte, dass die Wohnung unordentlich war, dass die Wäsche noch rumlag. Essen hätte gekocht werden müssen und als Mama hast du so 10 Millionen To-Dos in deinem Kopf. Du denkst dir, das und das und das und das könnte ich machen, wenn sie schläft. Aber ich habe jetzt für mich neu rausgefunden, dass ich, wenn ich wirklich eine schlechte Nacht hatte und ich einfach fertig bin, dass ich mich einfach auch mal auf die Couch setze und Serie gucke und den Haushalt sein lasse. Ich mache das oft genug, ich mache das abends noch, ich mache das mittags, ich mache das eigentlich immer und manchmal halt nicht.
Ja, das dazu. Ich liebe es so sehr, abgeschminkt zu sein. Oh, das fühlt sich so gut an. Gehen wir wieder rüber. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir zu essen bestellen. Und ich räume unser Coffeeboard ein. Isst du Sushi oder isst du Curry? Ich habe mal wieder voll Bock auf Maki so mit Lachs oder mit Gurke. Das habe ich schon vor lange nicht mehr gegessen tatsächlich. Gurken, Lachs Maki. Isst du auch das mit Gurke? Guten Morgen! Heute ist der 19. Januar, also einen Tag später. Einmal super viele nach meinen Geburtstagsgeschenken fragen, dachte ich mir, nehme ich das auch noch mit in meinen Vlog. Ich habe aber nichts krass Materielles dieses Jahr bekommen. Meine Mama hat mich durchlöchert, weil sie ganz genau weiß, dass ich mir gewisse Sachen noch wünsche, die ich mir zum Beispiel ungern selber kaufe, wie zum Beispiel irgendwann der Dyson Föhn und ein Dyson Staubsauger. Das sind so Sachen, die würde ich mir halt einfach nicht selber kaufen, weil ich es nicht einsehe, so viel Geld zu bezahlen. Deswegen... ja, das ist so noch auf meiner Wishlist. Ansonsten eine Kaffeemaschine, logischerweise. War da noch die ganze Zeit drauf. Ich wollte Philipp und mir eine Sage-Kaffeemaschine kaufen, weil super viele auch geschrieben hatten, als ich mal danach gefragt hatte, dass das sehr, sehr guter Kaffee ist. Also er kommt immer auf die Bohnen drauf an, aber die Maschine ist schon sehr, sehr gut für zu Hause. Dann war es aber so, dass ich in der Schwangerschaft den Kaffeegenuss irgendwie verloren habe. Und auch jetzt bin ich nicht mehr der Kaffeetrinker, der ich mir vorher war. Also im Sommer so Eiskaffee geht schon noch und... ah, draußen, wenn ich mal wirklich sehr viel Lust auf Kaffee habe, dann auch. Aber ansonsten immer heiße Schokolade oder Tee. Jetzt auch wieder Tee. Und deswegen war ich dann so, soll ich 600 Euro für eine Kaffeemaschine ausgeben, die im Endeffekt nur Philipp benutzt? Nee. Und deswegen hat dann meine Mama gefragt, ob ich vielleicht eine günstigere haben will, wo man aber auch Milch aufschäumen kann, wo man aber auch trotzdem guten Kaffee rausbekommt. Und dann hattet ihr mir die von Create empfohlen. Und die ist noch nicht angekommen. Also die packen wir die nächsten Tage gemeinsam auch noch aus. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob die wirklich so gut ist. Das war mein Geburtstagsgeschenk. Meine Mama wollte mir dann noch so Milch auch schon mal kaufen. Aber ich wollte mich da erstmal selbst ein bisschen informieren, was gut ist, was nicht so gut ist. Weil es gibt ja auch welche, die die Temperatur halten etc. Und da werde ich mich die nächsten Tage mit befassen. Ich habe dieses Jahr auch unfassbar viele Blumen bekommen. Und darüber habe ich mich so gefreut. Philipp hat mir jetzt zu Weihnachten noch die Paris-Reise geschenkt. Und das war irgendwo auch noch so ein Teil von meinem Geburtstagsgeschenk. Hat mir aber noch Schmuck geschenkt. Und das war personalisierter Schmuck. Und darüber habe ich mich auch sehr, sehr gefreut. Und er hat mir auch einen sehr, sehr langen Brief geschrieben. Das machen wir zum Glück immer noch, nach 3 Jahren. Ich finde es einfach so schön, so quasi so einen Liebesbrief zu haben jedes Jahr. Es ist einfach schön, sich das ein paar Jahre später nochmal durchzulesen. Wir haben auch so eine Kiste gemacht, wo alle Sachen reingekommen sind. Also alle Blumen, alle Flugtickets, alle Sachen, die wir uns geschenkt haben. Philipp hat mir auch einen richtig schönen Strauß zur Geburt geschenkt. Der steht hier getrocknet auf meinem Esstisch. Oder auf unserem Esstisch, das ist ja nicht alles meins, unseres. Ja, und ich finde es dann einfach so schöne Erinnerungen, die wir dann auch später der Kleinen oder generell dann unseren Kindern zeigen können. Und ja, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr das mit eurem Freund, Partner, Partnerin noch nicht gemacht habt, dann macht das auf jeden Fall, weil es ist echt schön. Und ansonsten würde ich mich jetzt tatsächlich sogar schon von euch verabschieden. Ich filme aber bereits schon den nächsten Vlog. Ich bin jetzt richtig in meiner Vlogging-Area angekommen. Kurze Sache noch, ich weiß, dass einige sich wegen dem Ton beschwert haben. Ich finde den auch ein bisschen komisch. Seitdem wir auf Mallorca waren und ich die Kamera mit am Strand hatte, ist der Ton ganz merkwürdig und manchmal rauscht er so. Hier kann man aber kein Mikrofon anstecken und ich möchte mir schon eine neue Kamera kaufen. Ich stehe auch schon komplett in den Startlöchern, aber ich muss leider auf Canon warten. Die Kamera, die ich gerne hätte, ist erst wieder in 3 Monaten verfügbar.
Und deswegen müsst ihr noch 3 Monate leider Gottes mit dem Ton leben. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, aber ich hole mir auf jeden Fall eine neue. Es gibt bald einen besseren Ton. Ihr müsst euch nur noch einen kleinen Moment gedulden. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz, ganz bald zu einem neuen Video wieder. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende. Bis dann, ciao.